Weizsäcker gerade heute seine zweite Amtsperiode antritt. Denn das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde auf den Tag genau vor 40 Jahren, am 23.05.1949, verabschiedet. Rita Süßmuth und auch Helmut Kohl gehören zu den ersten. Die Mappe muss gleich noch weg. Bach war der erste Hacker. Das Cembalo war sein Computer. Kannst du vorwärts und rückwärts spielen? Eigentlich war er Mathematiker. Wenn er heute leben würde, dann wäre er Programmierer.